Ich würde sagen, dass es ein sehr taktisch geprägtes Spiel war und ein Spiel war, dem ein Tor gut getan hätte. Und wenn eine Mannschaft ein Tor geschossen hätte, dann wären wir das gewesen. Ich fand es gut, dass wir gestern so ein bisschen tiefer standen, Freiburg auch. Beide hatten Respekt vor dem Ballbesitz des Gegners. Und wenn man dann so auslöst oder zu hoch anläuft, sodass das Feld sehr lang wird, dann wird man schnell überspielt, deswegen hatten beide Mannschaften Respekt und vor allen Dingen Freiburg hatte sehr, sehr viel uninteressanten Ballbesitz irgendwie in ihrer Dreierkette. Ich glaube, dass wir es gut gemacht haben, dass wir im Umschaltspiel gut gespielt haben, dass wir echt viele Torchancen hatten, gerade verglichen mit den letzten Spielen und gestern war es einfach nur, dass wir leider keine davon genutzt haben. Es fühlt sich natürlich direkt nach dem Spiel und auch heute einen Tag nach dem Spiel so ein bisschen wie zwei verlorene Punkte an, weil du wirklich hättest das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Alle Statistiken sprechen für dich und wir hatten dann wirklich auch so zwei, drei Chancen. Also die beiden von Lasso, die macht er normalerweise beide blind. Ist dann an so Tagen manchmal so, dass das irgendwie der Torwart reagiert einmal gut, einmal springt der Ball vorher unglücklich auf, dass du dann einfach nicht so das Glück hast, dass der Ball reingeht. Aber ich bewerte ja immer gerne Leistung und nicht Ergebnis. Von daher war es ein sehr gutes Spiel von uns. Fühlt sich trotzdem dann nach zwei verlorenen Punkten an, weil du durch diese Chancen plus schon hättest gewinnen müssen. Ja, es war ja, glaube ich, eine Standardsituation, deswegen war er hinten. Es war unfassbar wichtig, weil sonst wäre es ein Tor gewesen. Und man muss halt sagen, dass es auch gar nicht einfach war, ne? Also, du musst erst mal da sein, du musst erst mal da in den Ball kommen, das ist schon mal gut. Aber den Ball dann nicht ins eigene Tor zu befördern, sondern rechts daneben zu schießen, das ist schon nicht so einfach gewesen. Von daher eine wirklich Weltklasse-Rettungsaktion, weil ich glaube, dass der auch bei ganz vielen ins eigene Tor geht. Und da hat er auch ein feines Füßchen bewiesen. Als ich angefangen habe mit dem Träumen über Fußball, habe ich irgendwann mal, weil ich also die Dreierreihe sehr gern mag, habe ich irgendwann mal so von 300 geschwärmt. Muss aber sagen, 250 ist auch schon eine Marke, die mich extrem stolz macht, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich da mal irgendwann hinkomme. Und das sind dann so Momente nach so einem Spiel, wo man dann auch mal kurz so denkt, oh, du hast jetzt schon 250 Mal in der Bundesliga gespielt. Und das macht mich schon dann heute und auch gestern danach auch so ein bisschen stolz und man lässt noch mal so ein bisschen was Revue passieren. Ist eine schöne Marke, über die ich mich sehr freue und hoffe, dass noch ein bisschen was dazu kommt. Leider das Eigentor in Dortmund. Also das war das, also wenn man Kuriosität will, dann war das sicherlich die kurioseste. Das Schöne ist ja, dass man im Nachhinein immer über alles lachen kann und die Szene ist auch jetzt irgendwie, die gehört zu mir. Finde sie mittlerweile lustig, obwohl ich davor, also wenn ich daran zurückdenke, hatte ich auch mal 2 Monate, wo ich die gar nicht witzig fand, aber es ist halt so, habe ganz, 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 ganz viele tolle und schöne Momente, die ich niemals missen möchte, in diesen 250 Spielen erlebt. Unheimlich viele emotionale Momente und ja, das ist schon cool, dass ich so lange und so häufig spielen durfte. Auch Leipzig jetzt gegen Dortmund am Wochenende. Die sind schon richtig da, die spielen richtig, richtig, richtig guten Fußball. Da wird ein richtiges Brett auf uns zukommen. Haben jetzt, glaube ich, aus den letzten 18 Spielen eins verloren. Zu Hause sehr stark, wir spielen wirklich einen guten Ball. Und von daher, da wird eine Nummer auf uns zukommen. Aber statistisch gesehen tun wir uns hier gegen die aus dem oberen Drittel leichter.